In diesem Video möchte ich euch unser Webseminar zeigen, das so für die Mathematik durchgeführt worden ist. Mehr Informationen könnt ihr auf unserer Homepage erfahren. Dort werdet ihr über alle aktuellen Dinge informiert. Also, Aufgabe wäre, und ich hoffe, das kannst du denn jetzt auch sehen. Ich weiß nicht genau, ob das für dich so... Ja, ich kann das sehr gut sehen. Also, das wären also, Aufgabe wäre zum Beispiel 5x Quadrat plus 9 gleich 2x Quadrat plus 4x. So, und diese Aufgabe, das kannst du gut sehen? Ja. Okay, das... Ja, also, wenn du... Ich weiß nicht, wie wir vorgehen wollen. Soll ich langsam vorrechnen oder möchtest du da erstmal selber drauf gucken? Ich kann erstmal selbst drauf gucken. Okay, oder, und dann wäre es gut, wenn du mir vielleicht erzählst, welche Schritte du machen willst oder so, damit wir das dann vielleicht so abgleichen können. Weil ich kann jetzt im Prinzip... Ich würde erstmal die 2x Quadrat und die 4x auf die linke Seite bringen wollen. Okay, perfekt, würde ich auch tun. Und das machen wir mit dem Arbeitsstrich, indem wir sagen minus 2x Quadrat und minus 4x. Richtig? Genau. Und dann, okay, dann machen wir das. Das. Plus 9 auf die andere Seite bringen wollen. Also minus 9. Ja, ich würde die, glaube ich, gleich 0 setzen wollen. Denn hier geht es ja darum, dass man ja dann sagt, also die Aufgabenstellung zu diesem Themenfeld wird sein, bestimme mir jetzt hier erstmal die Nullstellen oder die Lösung der quadratischen Gleichung. Also rüber mit dem Ding, dann würden wir gewissermaßen die 2x² von den 5x² mal abziehen und dann hätten wir hier sozusagen 3x², richtig? Genau. Wenn wir dann die 4x rüberbringen, dann bleibt das mit minus 4x hier stehen und plus 9 wäre gewissermaßen dann sozusagen die Ausgangsstellung für die Nullstellenberechnung. Ist das so okay? Genau. Perfekt. Ja, und du? Und dann würde ich als nächstes halt durch 3 teilen. Perfekt, machen wir das auch. Genau, geteilt durch 3 würde bedeuten, wir würden jetzt die Normalform herstellen. Dann hätten wir also x Quadrat. Ja, minus 4 durch 3. Dann lassen wir 4 Drittel mal stehen, ne? Dann lassen wir 4 Drittel mal stehen. Genau. X plus 3 gleich 0, ne? So, und das wäre die Normalform, ne? Form. So, und was für mich jetzt natürlich wichtig ist, dass das, was ich hier gerade schreibe, für dich also auch super auf dem Papier ankommt, ne? Ja, also ich kann das gut erkennen. Ja. Sobald man das Fenster größer machen würde. Gut, also dann geht es weiter, das Spielchen. Mit welcher Lösungsformel wollen wir dann diese Normalform jetzt lösen? Mit der Q-Formel. Okay, also Vorschlag wäre jetzt also Lösung A wäre PQ-Formel. So, und wie würdest du da jetzt weiter vormachen oder vorgehen? Ich würde jetzt praktisch die Werte in die PQ-Formel einsetzen. Okay. Was ist denn P? P ist das 3 Viertel. Also 3 Viertel. Ja, 3 Viertel ist der minus. Zahlenwert, aber welches Vorzeichen? Minus. Okay, also minus. Und in dem Fall... Ja, ich höre. Also minus 4 Drittel. 4 Drittel. Okay. Warte mal. Daraus würdest du jetzt P halbe machen. Genau. P halbe wären dann wie viel? Minus 4 Sechstel. Also 4 Sechstel oder 2 Drittel. Und das sind dann wieder 2 Drittel, ne? Genau. Alles klar. Okay. Das Q wäre welcher Zahlenwert? Aber das ist ja minus pi halbe sind und wir minus 4 Drittel x oben stehen haben, müsste es ja eigentlich jetzt plus 2 Drittel sein. Nee, das würde ich nicht machen. Also ich, okay. ich würde das erstmal genauso hinschreiben, wie ich das hier gerade mache. Ja. Und würde mir also eine, würde auch das Q jetzt mit plus 3 zuordnen. Ja. Und dann schreibe ich mir die Lösungsformel ja auch tatsächlich mal hin, die da heißt, x1, x2 ist minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat. Einverstanden? Genau. Und dann weiß ich jetzt nicht, dann war das, glaube ich, minus q, ne? Genau. So. So, und das ist die Formel. Und jetzt gehen wir her
und werden den eigentlichen Wert von p halb, und das muss man sich wirklich so vorstellen, dass man diesen Klammerwert nimmt und den sozusagen jetzt tatsächlich so einsetzt, wie es da steht. Einverstanden? Und damit würde man natürlich sofort genau, was du eben auch richtigerweise gesagt hast, aus dem Minuszeichen in der Formel selbst natürlich Minus mal Minus wieder ein Pluszeichen machen, ne? Alles klar, das wären also 2/3. Plus Minus Wurzel aus, und dann können wir die 2/3 zum Quadrat nehmen. Und dann nehmen wir das mit Minus 3 dahin. Einverstanden? So, und jetzt würde ich mal sagen, lassen wir den Taschenrechner mal da, wo er ist. Weil ich denke, man kann jetzt auch mal ganz gut versuchen, das mal einfach so jetzt elementar zu lösen. Ne? Also einfach mal, um das ein bisschen zu rechnen und zu üben, um das Gehirn so ein bisschen frisch zu halten. Also 2/3 plus minus der Wurzel aus. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Dann würde da oben stehen 4 geteilt durch 9 minus. Und diese 3 erweitere ich aber gleich mal auf 1/9. Einverstanden? Um das auf 1/9 zu erweitern, muss ich mal 9 nehmen und durch 9 nehmen. Einverstanden? Also würde dann also 3 mal 9, 27 sein. Ist das richtig? Nur was ich jetzt hier gerade feststelle, ist ja eigentlich, wenn wir das zusammenzählen, dann ist das ja ein Wert, der kleiner 0 ist, ne? Oder negativ, besser gesagt. Das heißt also, wenn wir den Burschen hier praktisch ausrechnen, dann stellen wir ja fest, dass da ein Minuswert dabei rauskommt. Einverstanden? Genau, das ist ja nicht der... Und das wären 23, glaube ich, ne? Genau, das sind 23 Leute. Und zwar sogar Minus, ne? Genau, das ist in der Wurzel nicht möglich. So, das heißt im Klartext, daraus folgt keine Lösung, ne? Das ist keine Lösung. Das war toll, ne? Oder? So. Ja. Da haben wir nichts verkehrt gemacht, ne? Oder? Gut, dann machen wir das ganze Spielchen nochmal und sagen, also hier oben, wir haben auch richtig abgeschrieben, ne? Manchmal schreibe ich auch falsch ab, aber hier stimmt das also, 5x plus 9, dann geht das mit minus 2 rüber, dann ist es 3x, das ist richtig, minus 4x, das ist also auch fantastisch, und dann ist es plus 9, zack. So, und wenn wir das Ganze durch 3 teilen, dann ist das schon so, dass das 3 wird, ne? Ja. So, und dann bleibt es alles, wie es ist. Ich glaube, wir haben keinen Fehler gemacht, also alles richtig. Ja? Wollen wir das nochmal mit dieser quadratischen Ergänzung probieren? Gibt es da denn eine Lösung, die da irgendwie uns da hinführen könnte, wenn wir die quadratische Ergänzung nehmen, auch wenn das jetzt dusseligerweise kein vernünftiges Ergebnis geworden ist? Dann könnte man ja vielleicht ja noch den Scheitelpunkt oder sowas mal suchen, aber den können wir nicht, weil wir haben keine Funktion an der Stelle. Ne? Also B. Wenn wir die quadratische Ergänzung machen, was müssen wir denn dann tun? Also, das wäre quadratische Ergänzung, ne? So, was müssen wir denn dann da tun? Da würden wir praktisch die praktisch bei der binomischen Formel halt das x isolieren. Das Alles klar. Wir werden also versuchen, aus diesem Gebilde hier vorne, ne? Genau. Etwas zu basteln, das irgendwie so aussieht, oder? Genau. So, wenn wir das jetzt tun, ja, dann würde ich mal vorschlagen, versuch es erstmal so 2 Sekunden alleine, guck mal drauf. Und dann kannst du mir ja vielleicht den Klammerinhalt mal so diktieren. Also vorne jeweils der Klammer ist das x. Okay. Und dann würde ich sagen, Minus und Plus. Naja, das kann ich hinhauen. Also im Prinzip ist, im Grunde ist ja genau dieser Teil hier, ne? Dieses 4/3 x, ja, der Mittenteil. Das heißt also, wir werden dann also versuchen, den Mittenteil natürlich zur Hälfte abzubilden. Das würde also heißen, wir müssten hier wohl dann nehmen 2/3, ne? Genau. Da muss jedenfalls 2/3 stehen. Und hier auch 2/3. Weil wenn du das jetzt außen multiplizierst, ne? Also darüber und darüber, dann sollen sie ja gemeinsam addiert werden oder subtrahiert werden, sodass 4/3 entstehen, und dann muss hier nämlich was stehen?
Minus, ne? Ne, plus nicht. Dann würde sich... So komme ich jetzt auf minus 4 Drittel und das soll es ja auch sein. Also der Trick... Minus 2 Drittel mal minus 2 Drittel. Ja, das ist ja das, was mir jetzt im Prinzip als Störfaktor so dazugekommen ist. Weißt du, wir brauchen immer etwas, was am Ende ja später sowas ist, weißt du? Und zwar Quadrat. Das heißt, die beiden Klammern müssen immer gleich sein. Da kann also niemals Minus oder Plus, sondern hier kann entweder nur Minus oder Plus Plus kommen. Ja? So, also das heißt im Klartext, der Mittenteil ist durch die Addition von der also ich sag mal, wenn wir das ausmultiplizieren und das ausmultiplizieren, dann haben wir praktisch die 2ab, ne? Also kann ich schon mal schreiben, x minus 2 Drittel. Einverstanden? Ja. So, und jetzt kommt aber dazu, und das ist ja gerade das, was eigentlich ein Störfall ist, das wäre eigentlich, kommt also durch diese Binombildung plus 2 Drittel Quadrat dazu. Ist das richtig? Genau. Und das müssen... Genau, das würde, nein, die würde jetzt in der, also die würde ja jetzt noch da sozusagen gedanklich beim Ausmultiplizieren entstehen. Also, ja genau, und jetzt müssten wir die natürlich im Grunde genommen abziehen, ne? Ist das richtig? Minus 2 Drittel Quadrat, einverstanden? Ja, so, weil das wäre das Plus, was dazu kommt. 2 Drittel Quadrat ziehen wir ab. Und dann käme hier noch die plus 3 dahin und dann wäre die Welt eigentlich gefühlt in Ordnung, oder? Genau. So, und dann gehen wir hier und sagen, können wir das jetzt ausrechnen? Das wäre wieder, das wäre ja wieder 4 Sechstel, ne? Ich mache das mal in langen Schritten, weil ich habe jetzt keine Lust, ist schon spät. Also 4 Neuntel ist es ja. Das ist ja, kann ja nicht Sechstel werden, Neuntel. Plus 27 Neuntel. Ist das richtig? Ist immer noch gleich 0. So, wenn wir das jetzt also ausmultiplizieren, wäre also x minus 2 Drittel x Quadrat. Und daraus würde dann jetzt entstehen, was? Plus 23. Ja, unser altes Problem, ne? Oder? Und das ist aber gleich 0, ne? Oder? Ja. So, dann muss der... Dieser Teil des Ausdrucks auf die andere Seite. Das wäre minus 23 Neuntel. Genau, minus 23 Neuntel. Und dann haben wir da x minus 2 Drittel. Wir wissen schon längst, dass das Ding nicht funktioniert, aber, ne? Und wenn wir daraus jetzt die Wurzel ziehen, dann stellen wir genau das gleiche fest wie eben. Genau, es wird wieder keine Lösung geben. So ist es. Und damit haben wir natürlich, und daraus folgt, ich glaube, jetzt können wir das an der Stelle abbrechen, sagen, keine Lösung und eigentlich kannst du natürlich erwarten, dass wir da gar nicht so falsch gearbeitet haben, ne? Genau. Da wird uns auch kein Programm helfen, ne? Da hilft uns kein Programm. So, Datum 2.9.14, ne? So, Übungsaufgabe 1, ne? Genau.